So folgende Situation: Ich habe an meinem Fahrrad kein Schutzblech, das heißt, immer wenn es regnet oder wenn es geregnet hat und ich fahre zur Arbeit, sehe ich aus wie eine Sau und ich bin nass, weil ich kein Schutzblech habe. Das soll sich jetzt ändern, deswegen habe ich mir neue Schutzbleche gekauft, die in diesem Karton sind. Das sind jetzt aber nicht irgendwelche Schutzbleche, sondern solche, die man im Idealfall schnell anbauen und auch schnell wieder abbauen kann, weil ich keinen Bock habe, immer mit dem Schutzblech rumzufahren, weil das in meinen Augen irgendwie scheiße aussieht. Und deswegen diese Variante. Okay, Alium Larum, packen wir mal aus. Das sind die. Der Karton war gratis. Ich muss mal sehen, was da drin ist. Wow, ein großer Karton für eine Rechnung. Das sind die Schutzbleche. Wie gesagt, ein Set von SKS. Speedwalker nennt es sich. Also das Ganze besteht aus zwei Teilen. Vorne und hinten, offenbar. Das vordere Teil schützt das Gesicht vom Matsch und Spritzwasser. Perfekt. Dann ist da noch eine Verlängerung bei, wie es aussieht. Also am besten zeige ich das natürlich am Fahrrad. Also ich zeige gleich, wie ich das anbaue und natürlich auch, ob es gut aussieht, weil das Auge fährt ja mit und ich möchte auch, dass ich irgendwie, dass alle mich auf der Straße sehen und sagen, Mensch, toll, man hat so ein tolles Fahrrad und dann noch tolle Schutzbleche von SKS, die er bei Rose gekauft hat. Toller Typ. Naja, bis gleich draußen am Fahrrad. So, willkommen an meiner Garage. Lange nicht mehr hier gewesen. Es war übrigens noch so eine Tüte dabei mit einer Anleitung und irgendwelchen Plastikdingern, die man dann benutzt, um das Ganze festzuschrauben. Nicht schrauben, sondern irgendwie festmachen. Das kommt vorne ran. Das hier auch. Und das große ist für hinten. Hier ist übrigens dieser Extender dran, den ich vorhin vorgelesen hatte. Groß, klein. Das Gute ist, ich kann dann nachher diesen komischen anderen Plastikscheiß, den ich vorher dran hatte, abbauen. Also ich würde sagen, ich fange mal vorne an mit dem Teil. Das ist jetzt aber nur so eine kleine Aufbauanleitung, falls es jemanden interessiert. Übrigens hier ist auch eine Lackschutzfolie dabei. Sehr gut. 6 Stück an der Zahl. Damit der Lack nicht zerkratzt. Was ich ja witzig finde, da wird gesagt, ich brauche so einen Inbusschlüssel. Ich habe keinen. Ich hoffe, hier ist einer dabei. Keiner dabei. Wir packen das trotzdem. Also zuerst muss man irgendwelche Plastikgummiteile hier befestigen. Gummieinlagen nennen die sich. Ich denke mal, das macht man nur einmalig. Und nicht bei jeder Montage, weil das wäre mir schon zu doof. Jetzt schon. Nein, nein. Sieht man das? Also diese Gummidinger muss man an alle Teile anbringen, an alle Schutzbleche. Wir haben jetzt 4 von diesen Gummidingern befestigt, plus 2 bei diesem kleinen Ding. Und das müssen wir jetzt hier irgendwie miteinander verbinden. Und das sieht sehr komisch aus. Ich hoffe, das kann man irgendwie noch beheben. Naja, gut, man kann den Winkel verstellen, alles gut. Deswegen dieser komische Imbusschlüssel, den ich nicht habe. Die Höhe behalte ich jetzt und als nächstes kommt diese Schutzfolie ran. Deiner Seite auch, das muss ich jetzt nicht extra filmen oder zeigen. Ich hoffe, ich habe dieselbe Höhe. Irgendwie, das wird schon. Die Luftblase mal ignorieren. Jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt muss ich die beiden Teile irgendwie so aneinander halten, dass ich auch befestigen kann. Auf geht's. Man merkt, dieser scheiß Flaschenhalter hier oder dieser Träger, der ist irgendwie ich. Das ist ein bisschen doof. Aber generell wäre das erstmal schon mal ein bisschen fest. Also man kann das hier natürlich, wie gesagt, nochmal festziehen. Ansonsten ja, von der Höhe. Passt schon. Ich kann dummerweise nicht mehr so viel korrigieren, weil diese Schutzfolie, die habe ich ein bisschen zu tief gemacht. Ich glaube, ich werde mir da irgendwann nochmal neue holen. Das mal neu machen. Ja, mal sehen, ich fummel das andere mal irgendwie fest. So, wie man sieht, habe ich jetzt erstmal die Taschenhalterung abgebaut, weil das funktioniert sonst nicht. Ich habe auch schon mal grob festgehalten, wo ich das festkleben muss.
nämlich zwischen diesen beiden Punkten hier. Wie gesagt, man kann sich ja immer noch eine neue Schutzfolie kaufen. Kostet auch nicht die Welt. Ist eigentlich ein ganz interessantes System mit diesem Klettverschluss, warum das halt schnell lösen kann in der Theorie. Das Ding ist, dieser Klettverschluss ist zu lang. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein großes Problem ist, wenn das Ding hier mal runterhängt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine Lösung. Ich habe keine Ahnung. Testen das mal bei der anderen Seite. Man sieht das hier auch nochmal. Also ich habe bisher in den Handbüchern keine Lösung dafür gefunden. Deswegen nehme ich das einfach mal so hin. Als Designfehler. Zweite Seite check. So sieht das dann aus. Schief. Warum? So, ich habe es gerade mal ausgerichtet. So ist gut. Wie gesagt, das ist ja nur so eine Lösung, damit man das irgendwie schnell befestigen kann oder wieder abmachen kann, wenn es halt regnet, damit man nicht nass wird. So die Idee. Abgesehen von diesen Laschen, die jetzt zu lang sind, ganz nett. Aber wie gesagt, man kann das ja hier noch ein bisschen verstellen in der Höhe, wenn man ein Werkzeug hat. Es geht von der Optik her auch. Ist zwar Plastik, aber egal. Ganz nett. Wichtig ist ja, dass ich nicht nass werde. Das könnte ich noch ein bisschen nach oben korrigieren, wenn ich wollte. Jetzt braucht noch das hintere Schutzblech und dann sind wir eigentlich fertig. Heißt wir, ich mache ja die Arbeit hier. Ich muss mich beeilen, weil es gleich dunkel wird. Ich habe hier schon mal diese Dinger abgeklebt. Die Schutzfolien aufgebracht, besser gesagt, oder angeklebt. Und jetzt kommen so eine anderen Teile in Gebrauch, in Verwendung. Man steckt das hier einfach rein. Zieht durch. Und auf der anderen Seite auch. Relativ einfach. Okay. Soll halten. Das Ganze auch auf der anderen Seite. Das ging gerade ein bisschen einfacher. Und das habe ich nicht gefilmt. So ein Erfolg und nicht gefilmt. Tada. Das Teil hier soll man dann auch noch befestigen. Problem. Mein Schloss. Machen wir mal mit dem Ding weiter hier. So. Zack. Auch wieder einfach nur durchschieben. Irgendwie positionieren. Fest anziehen. Also im Prinzip würde ich ziemlich einfach. Man braucht hier wirklich nur diese Laschen abmachen. Zack, fertig. Vorne mit dem Klettverschluss geht auch relativ einfach. So schaut es aus. Man muss natürlich wieder so ein bisschen hier und da korrigieren, weil das ein bisschen schief ist. Aber naja. Nicht schön von der Optik her, aber das Ding ist, ich kann das nicht großartig weiter unten anbringen, wegen der ganzen anderen Sachen hier. Aber theoretisch kann man das wahrscheinlich ein bisschen korrigieren, ausgleichen, indem man das halt höher anbringt. Aber so ist okay. Übrigens stand in der Anleitung tatsächlich drin, dass man die Klettverschlüsse nach dem Anbringen abschneiden soll. Also die haben mal alles gedacht, hat funktioniert. Ein Ding ist auch übergeblieben, wie gesagt, weil ich da mein Schloss habe und das nicht anbringen kann. Also das kam weg. Brauche ich natürlich noch. Gut, das dazu. Jetzt muss ich mir noch Gedanken machen, wie ich das Ding hier abbaue. Manchmal hilft Ruhe Gewalt. Das war mein altes Schutzblech. Das ist mein neues. Hinten. Vorne. Ich bin zufrieden, jetzt gab es wirklich mal ein minutenlanges Video, wie ich ein Schutzblech anbringe. Warum nicht? Davon demnächst mehr, also zum Thema Fahrrad, weil ich habe mir ein paar Taschen gekauft, die ich auch demnächst mal anbringen werde. Irgendwann demnächst, ich habe nämlich Urlaub, da gibt es dann ganz viel Kram. In dem Sinne, bei Fragen, Fragen, ansonsten lieber nicht. Ja, schönen Tag. Peace.